Ich habe jetzt 1,80 Euro eingeworfen für das Ticket. Meiner Meinung nach ist die Teuerung sukzessive mehr geworden und ich bin dafür, dass man gerade die Mobilität, die gefragt ist, wieder zu den Menschen zurückbringt. Die Route von Heiligenstadt in den Westen ist für mich irgendwie bedeutend, weil gerade die U4 verkehrstechnisch eine große Rolle spielt und gerade die Verlängerung ins Umland ist für mich irgendwie ein Zukunftsthema, weil gerade die Mobilität eben zunimmt, auch von außen, viele Pendler kommen herein, Wien wächst weiterhin und ich glaube, deswegen ist gerade diese Erweiterung von Bedeutung. Für mich endete Umwelt- und Verkehrspolitik nicht beim Radlfahren. Wie vorher schon angeschnitten, die Mobilität steigt extrem und ich glaube, dass das Bedürfnis nach dieser Mobilität sehr gefragt ist. Das heißt, dass auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, das Fortbewegungsmittel zu wählen, das man braucht. Und wenn man mit dem Rad fahren möchte, dann muss es möglich sein, das zu tun. Aber es muss auch möglich sein, dass ich mich mit dem Auto bewege, wenn ich zum Beispiel Transport habe, wenn ich weit draußen wohne. Aber natürlich auch eben, wie man mit dem Auto sich bewegt. Es ist ja nicht nur das Auto per se das Auto, sondern auch hier gibt es viele neue Entwicklungen und Trends, auf die wir aufspringen sollten, wie zum Beispiel die E-Mobilität. Und wenn hier mehr Förderungen oder Rahmenbedingungen geschaffen werden, um dieses Thema weiterhin attraktiv zu machen, kann das Auto zu einem neuen Umweltaspekt eigentlich werden. Die ÖVP stellt für mich eine Partei dar mit einer Wertebasis. Sie ist für mich die Partei der Vernunft und nicht der linken Träumereien oder rechten Hetze. Das heißt, das sind für mich eigentlich die zukunftsorientierten Ideen, die sie vertreten. Das kommt dann darauf an, was man ausverhandelt. Also ich möchte jetzt auf der einen Seite niemanden ausschließen, auf der anderen Seite muss man auch sehen, wie sich die Wähler entscheiden. Und jetzt zu spekulieren, finde ich nicht seriös, weil wir werden sehen, wie viel sich dann ausgeht, was die prozentuellen Ergebnisse auch möglich machen. Neugierig auf jeden Fall, fleißig und innovativ. Negative, vielleicht ein bisschen ungeduldig. So viele Negative fallen mir jetzt spontan leider dazu nicht ein. Aber ich glaube, ich steige mal aus. Aufgrund der Umbaumaßnahmen hat sich natürlich das Bild des Karlsplatz jetzt extrem gewandelt. War vielleicht nicht die beste Lösung, durch einen Umbau das soziale Problem eigentlich nur zu verdrängen, weil wir haben jetzt natürlich das gleiche Problem in der Josefstadt, bei der Josefstädterstraße. Aber natürlich ist es jetzt eine sehr schöne Plattform geworden, in der viele Geschäfte sind. Sebastian Kurz ist sicher ein politisches Vorbild, weil er gerade in jungen Jahren schon sehr, sehr viel erreicht hat und auch einen sehr sachlichen und lösungsorientierten Ansatz zur Politik hat. Und das finde ich sehr wichtig, dass man viele Dinge nicht so emotionalisiert. Zu der Zeit war auch gerade der Schüsselwahlkampf und das hat mich extrem fasziniert, also auch das Wahlkämpfen als solches, diese Gemeinschaft, dieses Zusammenhalt für etwas sich einzusetzen und einzustehen. Und das war schlussendlich auch der Grund, wie tief ich dann auch eingetaucht bin. Wolfgang Schüssler hat extrem viel weitergebracht, hat auch sehr viele unpopuläre Themen angesprochen. Natürlich, eine Koalition ist immer eine gewisse Kompromisszusammenarbeit. Also es gab sicher auch Dinge, die nicht so gut und in unserem Sinne passiert sind. Im Detail kann ich mich jetzt auch nicht, das war noch ein bisschen vor meiner Zeit. Naja, sicher, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also im Detail. Und wenn wir jetzt gerade am Donaukanal entlang fahren, es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Plätzchen. Viele Leute halten sich hier sehr, sehr gerne auf. Und es ist auch ein schöner Aufenthaltsort für Jugendliche. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Gebiet auch erweitert wird, weil es gibt viele Städte am Wasser und viele leben auch am Wasser. Und das ist mir in Wien noch ein bisschen zu wenig. Da könnte ich mir vorstellen, in Richtung 19. Bezirk, die Donau, ist ja recht lang, dass man hier auch noch Maßnahmen setzt, um
weitere Teile des Donaukanals zu beleben. Bei einer neuen Marienhilfestraße.